wollt noch Danke sagen, doch ich lieg im Krankenwagen. Noch wollen sie mich zwangsbeatmen, doch bald ist alles aus und vorbei. Es ist für uns schon so eine kitzige Sache, in ein Museum zu kommen, während wir quasi noch aktiv sind. Das ist ja nicht nur, was wir machen, sondern auch, das ist ja auch zum Beispiel der Wandel von Analog ins Digitale. Hier sehen wir zum Beispiel die Schallpläne, wie Andi unsere erste Rhythmusmaschine gebaut hat, mit der wir unsere Songs gemacht haben. Wir waren hier die Rap-Typen und haben gedacht, sowas müssen wir auch mal selber machen. Ich habe davor mein Faible für elektronische Musik gehabt und auch für Rhythmik im Speziellen. Und man hört das jetzt hier, es bollert hier so raus. Das sind jetzt Aufnahmen von diesem alten System, die da laufen. Ich will, dass wir in die Popwelten eintauchen, dass wir uns selber als Fanta probieren, selber rappen, uns verkleiden, tanzen, Musik machen, dass man eigentlich diese Momente kriegt. Wann habe ich eigentlich das erste Mal MFG gehört? Wann habe ich sie es weggehört? Man macht so eine Zeitreise in diese 90er, in dieses Musikfernsehen, Viva, MTV, MTV Unplugged. Was war das damals wichtig? Und heute gibt es das alles nicht mehr. Man erlebt auch an den Fantastischen Vier den Wandel der Medienlandschaft und reflektiert sich auch ein bisschen selbst. Das ganz tief reinlassen, wirklich ganz persönlich. Es ist schon erstaunlich, was wir hier sehen, sind Sachen, die haben wir teilweise noch niemandem gezeigt. Die haben wir selber Jahrzehnte in der Schublade gehabt und wussten selber nicht mehr, dass sie noch da sind. Das sind Dinger, ich habe gerade diesen Anzug entdeckt, mein Bühnenoutfit aus der vierten Dimensionstour. Ich hätte nicht gedacht, dass es das noch gibt. Selber diesen Backflash zu erleben, der eigenen Geschichte, das ist schon wow. Falls sie mich nicht begraben, dann sollte ich mich wirklich fragen, wann will ich mal Danke sagen, denn irgendwann ist aus und vorbei.